Michael Gerbers, jetzt Innovationspreis Burgenland, 30. Ausgabe. Das ist schon ganz ein besonderes Jubiläum. Ja, ein wirklich ganz besonderes Jubiläum, weil es auch zusammenfällt mit 30 Jahre Wirtschaftsagentur. Also wir sind gegründet worden 1994 im Vorfeld des EU-Beitrittes mit einem primären Ziel, möglichst viele Fördermittel ins Burgenland zu holen. Das ist uns wirklich sehr gut gelungen. 3,4 Milliarden waren es bis jetzt. Das hat Investitionen in der Höhe von über 6,7 Milliarden Euro ausgelöst. Und ich denke, das hat dazu beigetragen, dass sich viele innovative Firmen im Burgenland angesiedelt haben, dass viele innovative Ideen im Burgenland selbst gedeihen konnten, weil das unterstützt werden könnte. Ja, konnte. Und jetzt ist es schön, dass wir das heute auch feiern können. Jetzt kennen wir ja das Burgenland natürlich in allererster Linie für den tollen Wein, für die touristischen Erlebnismöglichkeiten, die Freizeitangebote. Was macht die besondere Innovationskraft des Burgenlandes aus? Nein, ich denke, Innovationen entstehen immer im Kopf mit Ideen. Es war wichtig auch, dass die Fachhochschule im Burgenland gegründet worden ist, dass Burgenländerinnen und Burgenländer auch vor Ort studieren konnten, ihre Ideen da entwickeln konnten. Es ist auch wichtig für Innovationen, dass Industriebetriebe da sind. Das hatte das Burgenland weitgehend nicht, weil auch da was entsteht. Und viele kleine Unternehmer haben es dann auch geschafft, mit tollen Ideen groß zu werden, zu wachsen, auch im Export erfolgreich zu sein. Das macht das Burgenland aus. Mhm. Zum Schluss, man ist immer wieder erstaunt, wenn man sich dann so die Preisträger anschaut, was da eigentlich auch für geheime Juwelen mitunter schlummern im Burgenland. Was war denn etwas, was Sie so ganz persönlich überrascht hat unter den Preisträgern der letzten Jahre? Was ist Ihnen da so besonders im Gedächtnis geblieben? Na, ich glaube, ich will da gar nicht eines hervorheben, aber ein Unternehmen, Metras, das Marz zum Beispiel, hat 15 Mal eingereicht, schon 15 Innovationen, das muss man erst einmal zusammenbringen, 15 Jahre hintereinander und viele andere Ideen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und das ist immer wieder toll. Ich freue mich jedes Jahr auf die Jury-Sitzung, wo diese Innovationen vorgestellt werden. Michael Gerbers, vielen Dank und einen erfolgreichen Abend. Dankeschön.